Ja, ich habe ein klitzekleines Problem. Nicht wirklich Problem. Also ich habe, wie geplant, den ganzen Bleikladderadatsch abgebaut. Wo war das jetzt? Ach hier. Die Kryolithader, wo das Galena und das Lett halt drin ist, habe ich abgebaut. Bin nach Hause, hab da ganz viel Terraform und so weiter und wollte jetzt eigentlich wieder hier reinspringen und das Nickel da oben abbauen, wie ja auch gegen Ende des letzten Videos gesagt. Allerdings bin ich hier unten rausgekommen stattdessen. Und auch als ich nach Hause gegangen bin, das erste Mal von da, ich kam nicht bei dem Portal im Dorf raus, sondern bei dem anderen Portal ein bisschen weiter weg. Also das ist ein wenig interessant hier. Ja, müssen wir im Auge behalten. Ich bin jetzt allerdings hier ein bisschen am Rumspazieren gewesen. Zum einen würde ich ganz gerne die Naga gleich mit euch machen. Die dritte dann. Aber das hier sieht doch sehr auffällig aus. Das sollte eine Schatzkammer sein. Die Schatzkammern. Oh, ich sollte was essen. Die Schatzkammern sind sehr ergiebig gewesen. In der Version, die ich damals gespielt habe, zum Beispiel. Zumindest. Das heißt, ich mache mir gute Hoffnung, dass da soweit alles okay ist. Haben die Hühner gerade gleichzeitig geschrien, weil ich ein Hähnchen gegessen habe? Hier sind sie plötzlich still. Ah, okay. Ist das ein Eingang? Nee, ne? Oh, hi, doch, das ist ein Eingang. Euch kenne ich noch. Beleuchte erstmal alles. Ja, alles beleuchten. Damit hier später nichts spawnen kann. Je schneller man durchgeht, desto besser. Dann kommen die ganzen Spawner nämlich gar nicht dazu, irgendwas aufzu. Oh, doch, da kann eine Spinne raus. Ah, gibt Spinne. Schnell, Fackel ran. Fett. Und nachdem man so einen kleinen Bereich dann abgesperrt hat, dann schnell wieder zurück in den Gebiet, in das Gebiet, das man gerade gesichert hat. Dann kann man sich heilen, Fackeln checken und. Warte mal, F7 anmachen. Dann zwangsweise ist irgendwo irgendwas gespawnt und das kommt dann auf einen zu. Das wird dann getötet. Und danach muss man sich peu à peu vorarbeiten, das ganze Ding hier zu sichern. So, ich sehe Glowstone, ich sehe Gold, ich sehe Eisen. Das wäre normalerweise mega toll, das alles abzubauen und so, ne? Jetzt brauchen wir die Ressourcen fast gar nicht mehr. Oh. Geist, komm her. Gib mir Ektoplasm. Ja, wir brauchen hiervon nichts mehr. Also das Lapis können wir gern noch abbauen. Diamant, selbst Diamanten nicht. Selbst Diamanten kriegen wir recht einfach. Ich habe noch. Oh ja, genau. Das kann ich mal testen. Das haben wir noch nicht. Köpfe können rein. Dich brauchen wir gerade nicht. So. Das Ding sollte jetzt ja schon Fortune 2 drauf haben, richtig. Und das sind Vanilla-Blöcke. Nicht irgendwelche komischen Gregtech-Sachen. Entsprechend kriegen wir auch genau die Sachen raus. Ähnlich ergiebig müsste das beim Redstone sein. Lapis, Lucky. Ja. Also in der Hinsicht sind die Dinge immer noch ganz nett. Aber halt bei weitem nicht so wichtig wie in anderen Modpacks. Weil hier. Man findet halt in der Oberwelt, wenn man erstmal eine Ader. Wenn man erstmal eine Ader gefunden hat. Eigentlich genug Zeug. Ja, okay.
Ja, sprengt euch alle selber, ist okay. Ich gehe hier raus. Ich wollte euch das nur. Ich wollte es nur mal zeigen, was da jetzt so drin ist und auch selber für mich überprüfen, ob vielleicht irgendwelche neuen Gregtech-Sachen damit drin sind, aber scheint nicht so zu sein. Heißt, wir können uns von hier verabschieden. Und genau da hinten hingehen, um die Naga zu killen. Dann können wir uns zu Hause wieder eine neue Hose, eine neue Brustplatte machen. Die Schuhe musste ich jetzt schon. Ich weiß nicht, ob man es reparieren nennen kann. Man musste quasi das Rezept nochmal craften mit den alten Schuhen drin. Also hier, wenn ich U drücke, alte Schuhe rein, neue Rubber Sheets, neues Tent Leather. Ja. Das ist ja schon fast das Rezept, ne? Jo, was ist das für ein Haus? Die Sachen können weg. Papier haben wir Bäume für. Ganzes Schleimzeug haben wir auch genug. So. Die Pilze haben keine Verwendung. Okay. So, du bist auffällig. Zeig mal deinen Fußboden. Okay, nichts im Fußboden vergraben. Hätte ja sein können. Okay, warte mal. So. Ah, ja. Hey du. Ja, ist nicht stärker geworden. Das ist jetzt Nummer 3. Kann ich genauso face tanken wie vorher. Und wieder so ein Herzding, das wir nicht benutzen können. Ja, das ist alles gut. Okay, dann Portal. 800 Meter? Nein, das da. Ja. Gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Ich denke wieder woanders. Also weder im Dorf noch bei dem Ausgang, wo ich letztens rausgekommen bin. Heldenhaft. Wir sind in einem Loch. Oh, wir sind nicht so weit weg von der Base. Ich markiere es einfach mal. Twilight Forest, Gate Nummer 4 oder was? So einigermaßen oben. Ja, wir sind fast unter der Oberfläche. Alle Oberfläche. Interessant. Sehr komisch. Das heißt, wenn wir jetzt zu häufig hin und her wechseln, sind irgendwann überall in der Oberwelt Portale. Na gut, man kann die Portale einfach stören, indem man da Dirt rein droppt, oder? Ich denke schon, nicht hier durchfliegen, da ist irgendwo so ein schwarzes Loch. Crafting. Also, wie angekündigt, ich habe die Farm komplett versetzt. Das heißt, in unserem Originalmusterding, die Basis, die hier von dem Zaun umzäunt ist, ist keine Farm mehr drin. Dafür jetzt eine Kuh. Tut mir schon fast leid. Ich habe auch die Wassertanks oben mit Blöcken so beklatscht, damit auf der Minimap alles schön gleichfarbig aussieht. So, die kriegt trotzdem Wasser, weil es ist ja aus der Umgebung. Luftfeuchtigkeit wird da irgendwie rein diffundiert. Ich habe keine Ahnung. Es funktioniert noch, das ist das Wichtigste. Silber und Blei, das war so viel, dass ich es einfach 1:1 eingeschmolzen habe. Ich habe es nicht mal geschreddert, weil wir hier jederzeit wieder hingehen können. Eventuell später interessant für Zwischenprodukte, aber ne, sonst nicht wirklich. Okay.
Okay, dann würde ich jetzt ganz gerne die Schuppen vom letzten Mal auch nehmen. Hier ist mein ganzes Witchcraft-Zeug drin. Können die Beeren auch mal mit rein. Und das sieht witchcraftig aus. Warum habe ich eine voll im Inventar? Ach du. Weg, weg. Hier sind die Herzteile, aber nicht die Herzteile. Coole. Ah, da sind die Schuppen. Witch, Witch. Witch. Wobei die Order Shards sind hier wieder Thaumcraft. Ne? Ich brauchte definitiv auch eine eigene Kiste für Thaumcraft, wenn ich damit weitermache. Aber noch nicht, nee. Die Trophy kommt mit zu den Münzen. Ich schmeiß das Herz jetzt auch mit hier rein. So, Rest ist einigermaßen okay. Die eine Kammenbiene hat keine Funktion. Sei frei! Flieg! Nicht wirklich, ja. Okay. So. Einfach nur das ganz normale Rüstungsding. Ja. Zack. Und zack. Nagascale Tunic. Nagascale Legends. Ich brauche definitiv mehr Platz hier drin. Kommt damit hin. Sieht's denn auch schnieke aus? Boah, ich sehe richtig abenteuermäßig aus mit dem Rucksack und allem. Ja. Okay. Oh, genau, Checkliste. Ich habe Mauern. Also Zaun, ne? Ich habe ein Dach. Ich habe komplett überall bis auf in der Mitte. Das ist eine Einflugschneise, das ist so gewollt. Ich habe ein Dach. Wir haben kein Wheat Trowel. Das ist akkurat. Ich denke, das könnte ich aber jetzt mit dem ganzen Stahl schnell machen. Jo. Zack. Wheat Trowel. Heißt, mit dem Ding könnte ich jetzt ein wenig expliziter in Richtung Zucht gehen. Aber für die Zucht hätte ich auch ganz gern diesen Analyzer. Aber wir haben noch so viele andere Sachen zu tun, das muss ein bisschen warten. Das heißt, das kommt mit in die volle. Oh nee, warte, das können wir doch einfach in den Rucksack packen. Sehr schön. Die Scales wieder dahin zurück. So, Quests. Also, wir haben das Geländer abgebaut. Nehmen wir eine bessere Fluid Pipe. Protein. Protein ist. Ah. Protein Dust ist ein Mix aus Bronze und Blei. Okay. Und das. Oh, 2000 Liter pro Sekunde. Also 2000 Mikrobuck. Also zwei komplette Buckets pro Sekunde. In einem Small. 6000. Die sind echt gut. Okay, also wenn wir irgendwann sehr viele Flüssigkeiten haben, da unbedingt dran denken. Deswegen lasse ich sie auch nochmal so jetzt da. Ironwood. Ironwood ist wesentlich härter und widerstandsfähiger als Rubber. Ideal für einen Soft Mollet. Okay. Sammel etwas Life Root von unterirdisch, von den Wurzeln. Haben wir. Macerated und Mix das Pulver mit Eisen und Gold, um dieses neue Material zu bekommen. Du kannst einzigartige Rüstung mit diesem Material bauen. Kann ich das? Ich sehe dafür aber kein Rezept. Ah, das könnte. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich weiß nicht, wo es ist. wir hatten doch so eine Gussform, die wir machen können für Rüstung. Und ich meinte, ah, das brauchen wir nicht. Das ist ja nur für Eisenstahl und was auch immer. Ist das vielleicht auch dafür? Ich nehme mal ganz kurz Helm und suche die Helmgussform. Nee, ist nur Bronze, Stahl, Eisen und Gold. Hm.
Live Root. Habe ich davon genug gesammelt? Ich glaube nicht. 4. Ja, okay. Das muss ich dann ein Auge drauf haben. Das scheint jetzt für Rüstung zu sein. Danach kommt Steel Leaf. Adert und Kobalt Mining. Okay, nee, jetzt braucht Ironwood. Ja, das heißt, wenn ich dann zwischen dieser Folge und der nächsten sehr wahrscheinlich zurückgehe und mache dann das nächste Portal auf, ja, um das Nickel zu holen, kann ich mich unterirdisch ein bisschen umsehen, ob ich die Wurzeln dazu bekomme. Also dann schließen wir die Quest ab und dann die da hoffentlich auch. Nee, das klingt gut. Haben wir noch irgendwas unterwegs abgeschlossen? Das Lapis. Ich hätte gerne Gingerbread. Nö, Lootbag. Oh, wir kriegen wieder alles. Ja, 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 ja. Claim. So. 11V sollten wir weitermachen, ne? Was fehlte bei dem Ding? Diamant. Lord Diamond. Den können wir einfach so rausbekommen mit einem Sifter und einer Ore-Washing Plant. Denke. Oder wenn wir auf einen ganz normalen Hammer hauen. Das klingt ein bisschen einfacher, oder? Ja, gib mir einen Hammer und einen Diamant. Da, du. Hammer löst alle Probleme. Bam. Und ein paar Fackeln und das war's. Hey Assembler, ich habe hier einen Diamanten für dich und Fackeln. Assembler. Oh, Molten Tin war das Problem. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Den Fluid Extractor sollten wir dann bauen. Den Basic Extractor haben wir. Basic Flu. Basic Fluid Extractor. Ja, da fehlen die üblichen Verdächtigen. Oh Gott. Rubber Ring. Was? Also ich habe wieder auf das Polyethylen-Ding geklickt. Ja. Rubbering. Macht davon gleich mal 16, also ein Viertelstack. Klingt gut. Weg, weg, weg. Weg. Also Motor. Ne, Motor war das nicht, das war. Wir haben kein Dingensbummens, kein Wirecutter, weil ich den mitgenommen habe. Huh? Okay, Wirecutter, Electrical Steel, magnetisierter Stahl, Shadow Iron, Palladium. Ich will doch einfach nur Deep Iron, Damaskusstahl, die da haben wir Schrauben draus gemacht. Es wäre sehr schön, wenn man gezielt nach einer Stahl-Wirecutter gucken könnte, aber es würde die Rezepte wahrscheinlich sprengen. Gar nicht wissen, was das da eben gerade war. Ich baue es wieder von Hand. Also, Stahl, 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 Stahl. Stahl, 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 Stahl. Jetzt hätten wir eher ein Problem. Also erstmal eine Schraube unten, dann Schraufei Hamm. Schraufei Hamm. Schraufei Hamm, ja. Und Stahl Schraube. Haha. Sehr gut. Alles da wieder rein. Dich auch. Dich. Nicht. Dich ja. Okay. Also. Ich habe den Fluid Extractor-Ding jetzt nicht rangemacht, ne?
Basic Fluid Extractor. Brauche eine Pumpe. Eine Pumpe braucht Tin Screws. Okay, Tin Bolzen haben wir. Die können wir schnell ins Lathe schmeißen. Und kurz ein Nickerchen halten. Also es sollte nicht mehr allzu viele Nähe spawnen können, aber hey. So, Dankeschön. Rein da. Wir können 3 davon bauen. Ja, her damit. Nee, nicht den Basic Fluid Canner. Was? So. Electric Piston. Braucht noch das Gear-Ding. Davon können wir auch gleich mal ein paar bauen. 3. Okay, davon nur 1. Ist okay. Basic Fluid Extractor. Zack. Sollte auch eine Quest sein. Jo. Da sagt er irgendwas von Molten Redstone. Das ist uns gerade völlig egal. Wir haben andere Sachen vor. Ihr beiden könnt mal wieder da rein. Schraubendreher kann auch zurück. So. Oder Wrench, was auch immer. So. Hi. Du bist nicht angeschlossen. Du bist angeschlossen. Und jetzt können wir da einfach so Tin reinlegen, ganz ohne Hitze und alles. Ich schau. Ja. Tausend. Dann nehme ich jetzt die Zelle hier. Boop. Oh, okay. Das wäre 1000 für eine Zelle. Au. Molten Tin Cell. Okay. Hi. Tin ist jetzt da drin. Wir kriegen die Zelle zurück. Sehr schön. Dich und... Wie viel war das? Assembler 1440. Ist schon ein bisschen was, hm? Okay, alles da rein. Und alles da rein. Das ist so praktisch mit den Zellen. 2 noch, ne? Ein Vorgang läuft jetzt. Ich hoffe, es ist alles unten so weit. Okay, ich habe das... Ist aus. ja, ich habe nicht so viel die Maschinen laufen lassen. Das wenigste davon war irgendwie wirklich sinnvoll. Gib mir hier mal ein bisschen Kohle. Und schmeiß das wenigstens in einen davon rein. So. Ja, ist alles gut, das hält. Und da ist er. Chandelier. Ta-ta-ta-ta. Basic Monster Prevention. In was für einem Radius? 16 Blöcke. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Ich hatte wesentlich mehr erhofft. Also wenn wir da um die Basis... Es sind immer 7 Blöcke zwischen 2 Pfosten. Das heißt, wenn wir hier einen hinhängen würden, kämen wir bis zu dem Pfosten. Wenn ich jetzt an die Ecke einsetze,
Wäre das bis da, also ungefähr bis da hinten. Es ist okay, aber wir bräuchten halt echt viele, um die gesamte Umgebung damit so zu machen, dass nichts außerhalb spawnen kann. Nein. Na gut, also es ist nicht überpowered. Es hing halt primär davon ab, die Maschinen erstmal bauen zu können. Aber das konnten wir jetzt ja. Was gibt die Quest? Ein LV-Lootberg. Ja, ist okay. Den haben wir dabei auch noch abgeschlossen. Ich hätte gerne mehr von den Empty Cells. Wobei wir die inzwischen auch schon selber herstellen könnten, ne? Ich habe da noch gar nicht recherchiert, was wir dafür brauchen. Das war, glaube ich, einfach nur Tinplatten oder so. Nee, nee, dich im Assembler herstellen. Extruder. Hier, genau. Finn, vier Tin Item Casings. Und Item Casings. Wir einfach nur mit dem Hammer auf eine Tinplatte schlagen. Ja, gut. Jetzt haben wir 23 davon. Das sollte erstmal eine ganze Weile halten. Das ist auch okay. French Toast. Goldene Karotten hatten wir schon. Apple Cider. Nehme ich, nehme ich. Ich hänge die jetzt einfach hier auf, weil ich es kann. So. Auch wenn hier definitiv nichts spawnen sollte, aber was soll's. Oh, Gingerbread haben wir auch noch nicht. Om nom 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 nom. Sehr schön. Also, Wheat Trowel hat auch ein Häkchen. Damit sind wir jetzt offiziell mit unserer To-Do-Liste durch. Allerdings habe ich mir auch nicht wirklich viele Gedanken gemacht, was noch alles auf die To-Do-Liste könnte. Aber wir haben halt so viel. Empty Cells. Ja, nehmen wir. Danke. Ich würde ganz gerne Batterien herstellen für den elektronischen Puffer, dass wir nicht nur auf den Steam-Puffer uns vertrauen müssen. Ich hätte eigentlich gehofft, dass durch das Blei da irgendwas freigeschalten wird. Wenn sehe ich es aber nicht sofort. Auto-Generate Power. Den wollte ich bauen für das Creosote. Boah, allerdings zwei von den doofen Pisten, das kann warten. Storing and Transforming. Bisher nichts von Storing, sondern nur Transforming. Basic Automation. Focus on One Flower Power. Ich suche einfach mal nach Battery. Auto-Generate Power. Ölbaron. Hier, IC2 Battery. Braucht den Fluid Canner. Okay. Haben wir noch ein Ziel. Bau ein Basic Fluid. Also das Ding, was ich am Anfang nicht bauen wollte, weil es zu einfach war, oder wie? Dich. Dahin, ein von dir, dahin. Basic Fluid Canner. Das war jetzt sehr schnell. Braucht auch dieses ganze extra Funkelzeug nicht. War das jetzt zu schnell für die Quest? Basic Fluid Solidifier? Eieieiei. Okay, warte. Battery. Saving Redstone? Nein. Requires and Fluid Canner. Was braucht der Fluid Canner? Fluid Canner. Braucht Battery Alloy. Battery
Alloy. Battery Alloy braucht Antimony. A lead about lead that leads to lead. Leads to lead. Okay. Alles weg. A lead about lead that leads to lead. Braucht Tetrahedrite, Stibnite und Copper? Noch die uralten Anfangsdinge? Nein, sind es nicht. Ha, okay. Also ich hätte wohl doch noch im Nether mich mehr umsehen sollen. Wir müssen jetzt oben in den Nether. Bisher die anderen Adern waren unten. Wir müssen oben an der Decke jetzt Tetrahedrite, Copper und Stibnite bekommen. Und das kickt dann eine ganze Questreihe nach und nach frei, die wir jetzt schon teilweise fertig haben. Tu dich mal so lange in den Rucksack. Ja, die wir jetzt schon fertig haben, um dann Batterien zu bauen, damit ich den kleinen Puffer dazwischen hauen kann. Damit ich da auch noch einen Puffer hinhauen kann. Und hier dann den anderen Generator drunter klatschen. Okay, dann werde ich jetzt erst einmal zurück in den Twilight Forest. Da wollte ich in das Nickel abbauen. Und danach werde ich in Nether gehen, nach oben graben, ganz vorsichtig. Da wird nichts passieren, hoffentlich. Und dann werde ich die Sachen hier einsammeln. Tetrahedrite, ganz normales Copper und Stibnite. Und Antimony können wir raus zentrifugieren. Das heißt, wir müssen auch demnächst eine Zentrifuge bauen. Aber das wird die Questreihe uns dann bestimmt alles zeigen. Ja, das klingt dann nach einem sehr löblichen Ziel. Gib mir Axt. Das ist eine sehr zähe To-Do-Liste. Okay, also, das ist die Battery-Quest-Reihe. Die hätte ich auf jeden Fall ganz gerne. Dann Apiaries. Ein Bealizer. Das ist ein bisschen anders. Bealizer. Den Crop Analyzer, das ist der IC2 Cropalyzer, damit ich da auch coole Sachen zusammenzüchten kann. Und sonst der Wizard Turm, Twilight Forest, damit wir die anderen Biome angucken können. Steel Leaf. Und das davor, ich weiß gerade nicht, welches das war, das magische Holster, um daraus Rüstung so zu machen. Die Sachen halt, das ist da mit drin. Alles andere an Maschinen natürlich auch noch. Oh, was ganz Wichtiges. Dum, 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 dum. Ja, der Electric Blast Furnace. Kann ich schon mal anfangen, mir einen Platz für rauszusuchen. Der ist dann unser nächster Schritt in Richtung MV. Was ich nicht unbedingt sehr schnell anstrebe, wie schon ein paar Mal erwähnt, aber den hier im LV schon zu haben, ist echt praktisch für ein paar Rezepte. Ja, das können wir so ein bisschen im Auge behalten. Aber jetzt verschwinde ich erstmal in diverse andere Dimensionen, um Erz ranzuschaffen.